Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wizardry Teil 6. Wir waren gerade bei Quickwick und haben von ihm das Passwort bekommen. Oh, Zufallsbegegnung. Ja, die sollten wir einfach so jetzt umhauen können. Kümmern wir uns nicht lange mit rum. Ja, naja, klar, ein bisschen Juckpulver auf uns. Ja, wer nimmt die? Ist eigentlich egal. Wird sowieso später verkauft. So, Höhle. Was ist das Passwort? Wir wissen es nicht. So. Jammerlappen. Und hier rasten wir jetzt nochmal. Sehr gut. Dann buffen wir uns hoch und werden jetzt mal hier eintreten. Erstmal Sam ein bisschen Energie geben. Chochen macht Zauberklinge. Bis 5 geht das schon. Aber wir machen nur 3. Und Sam Stufe 2. Valhall Rüstung Stufe 2. Nahema Geschossschutz Stufe 3. Dorn Segnung Stufe 3. Haben wir was vergessen? Kurz gucken. Schlaf. Ja, wir können die Magieschutz jetzt machen. Machen wir auch Stufe 3. Schade, dass es da kein Makro für gibt, dass ich die alle hintereinander mache und nicht immer wieder auswählen muss. Das kostet ja schon ein bisschen Zeit. So, dann speichern wir die Stelle und sagen jetzt mal das Passwort. Ah, das macht er natürlich nicht. Ah! Ja, so sehe ich aus, gerade wo ich gebufft habe. Nee, nicht mit uns. Captain Zöhle. Wie das Passwort ist, das haben wir ja gerade bekommen. Skelett. Skelett oder Skelett? Skelett-Crew, so. Das ist es nicht. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich es falsch aufgeschrieben? Skelette Crew? Vielleicht so. Das ist es nicht. War das zusammengeschrieben? Skelett Crew. Ah, okay. Ist gut. Komm rein. Die schäbige Höhle ist von Rauch erfüllt. Um die Tische geduckt mit Bier oder Hausbräuflaschen bewaffnet, sitzt der wildeste Trupp Diebe, Wegelagerer, Landstreicher, Piraten und Halsabschneider, den ihr je unter einem Dach versammelt saht. Als ihr den Raum betretet, wird es still. Augen richten sich auf euch. Jede Unterhaltung erstirbt. Du siehst über die Tische hinweg und staunst, was ein flüchtiger Blick alles offenbart. Ein Haufen Goldmünzen, einen Spielkartensatz, sogar eine Kerbe auf einem Würfelbrett. Das alles und jedes kleine Detail der starrenden Gesichter. In den merkwürdigen Augen, wie du glaubst, vor dem Tod kommt dir etwas in den Sinn. Gibt es doch noch einen Ausweg aus eurem bevorstehenden Ableben? Dein Blick wandert durch den Raum, über Gesichter, Rauch und Gestank hinweg und fällt auf etwas Seltsames. Hinter Stahlstäben ist die ausgestopfte Figur eines Mannes. Aufrecht, mit grimmigen Lächeln, steht er in Frack, rüchenden und blauen Hosen da. Auf dem Kopf trägt er einen schwarzen Dreispitz und meterlange, dichte, schwarze Locken.
Weder die schwarze Augenklappe noch der ausgestopfte grüne Papagei auf seiner Schulter, ja, nicht einmal der Ausdruck auf seinem Gesicht fesselt dich. Vielmehr ist es die Stelle am rechten Arm, an der eine Hand sein sollte. Dort ragt ein blank polierter Stahlhaken hervor, den brauchen wir noch. Mehr Zeit bleibt dir nicht. Ein großes, fettes, stinkendes, ekliges Schwein von einer Kröte tritt an dich heran und rülpst. Ich bin Captain Mittel. Ja, das ist ein fetter Bossgegner. Hinweg, ihr Waschlappen. Wir halten nichts von Fremden, die sich noch nicht in tödlichen Kampf bewährt haben. Also falls man den Kopierschutz nicht umgehen kann, wie bei mir durch die Steam-legale Fassung natürlich, oder durch irgendwelche Cracks, früher war das so gewesen, dass der immer mit seiner Truppe aufgetreten ist, wenn man in bestimmte Räume gekommen ist. Aber der kommt eigentlich nur hier hin. So. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir haben hier zwei Arten Wettbewerb. Den altmodischen Kampf und das zivilisierte Trinken. Was sonst? Ja, also entweder können wir ihn jetzt totsaufen, im Endeffekt, oder wir, ja, das kostet uns Geld natürlich, also wir werden es nicht tun, wir wollen alleine schon wegen den Gegenständen und den Erfahrungspunkten, wir werden ihn natürlich umhocken. Ja, wollt ihr kämpfen oder trinken? Wir wollen kämpfen! So sei es! Auf sie, Jungs! Captain Mattey greift an. Ja, und der ist nicht alleine. So, lege ich mal einen kleinen Speicherstand an, falls wir sterben sollten. Und lasst uns beginnen. So, ein bisschen Schadenzauber. Kann ja eigentlich nicht schaden. Oder? Ach nee, komm, du haust drauf. Du bist ein Nahkämpfer. Und ich würde sagen, entweder den Captain Matty zuerst, der macht ja höllisch Schaden. Oder die Piraten schnell umhauen, damit weniger Attacken sind. Komm, wir hauen die zwei Piraten um. Du machst Schlafzauber. Obwohl Captain Matty werden wir nicht einschläfern können, ne? Kann ich hier nochmal raus? Ah, sehr gut. Dann alle auf Captain Matty drauf. Und du schläferst alt zurück. Stufe 4 auf die beiden. Kampf. Captain Mattey. Aus dem starken Schadenszauber. Wunden zufügen. Sehr gut. Auf 15 auf Captain Mattey. Und du tust hoffentlich One-Shotten, die da unten. Feuerball. 24 auf diese Piraten. Ich hoffe, das klappt. So wie ich mir das gedacht habe. Ja, stärksten Schadenzauber auf Captain Mattey. Los geht's! Toi, toi, toi! Schläft ein, schläft ein. Sehr gut, die zwei haben... Hat geklappt, hat der Sam hingekriegt. Ja, getroffen. 27 von der Dorn, nice. Der Feuerball, na, na, na. Ja, okay, die rapen jetzt die Nahema alle weg, sehr wahrscheinlich. Nein, überleben manche, Mist. Ja, einer hat, glaube ich, noch überlebt. Aua. Die zwei Piraten schlafen noch, dann schlägst du wieder auf Captain Mattey drauf. Und du hast da hier noch ein bisschen Schadenzauber, oder? Ja. Auf Captain Mattey. Du kümmerst dich um den Captain Mattey. Valhall hat nichts mehr. Dann Attacke Captain Mattey. So.
kümmerst dich wieder um die zwei Piraten hier. Und du pfefferst nochmal den stärksten Zauber, den du hast, halt. Den stärksten, sagte ich. Auf Captain Mattel. Los geht's. Nicht getroffen, Mist. Nicht getroffen. Da! Ja, 26 Schaden. Sehr schön. So, Captain Mattei, Captain Mattei, Captain Mattei, Captain Mattei. Und eine Stinkbombe auf Captain Mattei, bitte. Und einmal Klingen auf Captain. Nö, einmal auf den Piraten Klingen. Los geht's. Yeah, Captain Mattei ist weg. Nice. 2900. Sehr schön. Oh, ein Dreispitz. Da freut sich die Valkyrie. Ja, Machete, Rotz, kann weg. Lederhemd. Habe ich, glaube ich, gerade eben verkauft. Brauchen wir eigentlich nicht. Lederbeinschutz, das ist interessant. Dreispitz, das ist super. Und die Wurfdolche, die verkaufen wir. So, schauen wir doch gerade mal, was wir da so alles bekommen haben. Ansehen. Prüfen. Lederhemd. Minus 7. Das ist nicht schlecht. Erstmal in die Tasche. Ach Mist. Wurfdolche. Und die Machete. Ah, ich vergessen, das Minderwertigkeitsschwert zu verkaufen. Die Robe. Minus 7. Was hat der Sam da? Okay, der Lederharnisch ist schlechter. Minus 5. Frage ist, kann er den überhaupt tragen? Ja, Samurai kann ihn tragen. Dann geben wir das doch mal an den Sam. Sehen Sam und ausrüsten Katana, Wakizashi, Lederhemd. Oh. Gepanzerte Beinschienen oder Lederbeinschienen? Gepanzerte Beinschienen sehr wahrscheinlich. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass ich dann noch einen zusätzlich habe. Lederbeinschuss minus 5. Minus 4. Okay, die sind schlechter. Dann nochmal ausrüsten. Lederhemd. Lederbeinschutz. Halbstiefel. Gepanzerten Beinschienen waren minus 4. Ne? Schauen wir uns mal an, was er da hat. Gepanzerte Beinschienen. Prüfen. Minus 4. Lederrock. Minus 3. Okay, Valkyrie kann das tragen. Dann geben wir mal der Valkyrie kein Geld, aber die gepanzerten Beinschienen. Schauen uns nochmal die Valkyrie an. Dreispitz. Der ist auf jeden Fall besser, würde ich sagen.
Müsste eigentlich auch eine Lanze sein, ne? Ach, das ist ein Helm. Minus 2. 3 Spitz. Muss ich mal gerade gucken. Ist der irgendwie verflucht oder so? Armor Helmet. Tricorn Head wird das ja wahrscheinlich sein. Also ich habe hier nur so eine englische Liste von den Items. Minus 2. Wer kann es alles tragen? Valkyrie. Oh, Valkyrie ist die einzige, die das ja wahrscheinlich tragen kann von denen, die ich hier habe. Lord kann es noch tragen. Aber das, was sie jetzt anhat, ist ja eigentlich besser. Das wäre so ein Dreizack, so wie bei Poseidon. Schade. Tja, der Lederhelm ist ja wahrscheinlich besser. Ja, minus 3. Schauen wir mal, was Chojin da hat. Stählerner Helm, das ist natürlich besser. Oh, er hat gar nichts auf dem Kopf. Kann der Samurai das tragen? Kann er nicht, ne? Mist. Kann der Samurai den Lederhelm tragen? Ja. Dann kriegt er den Leberhelm. Ausrüsten, Speer. Dreispitz, Ledernieten. Gepanzerte Beinschienen wollte ich hier geben, ne? Genau. Und die Soleritz. Dann geben wir an Sam den Lederhelm. Prüfen. Lederrock minus 3. Minus 4. Und geben den Lederrock an Chojin. Lederrock. Nichts. Ansehen. Samurai. Ausrüsten. Katana, Wakizashi, Lederhelm, Lederhemd, Lederbeinschutz, Halbstiefel. Und geben an Chojin den Lederharnisch. Sehr gut. Awesome. Gut abgegradet. Schöner Kampf. Diskette speichern und weiter. So. Im Gitterkäfig starrt euch der tote Pirat mit der Hakenhand an. Aus der Nähe wirkt er noch makaberer. So, jetzt benutzen wir den Schlüssel, den wir bekommen haben aus der Gefahrenzone. Ah ne, das war der Glockenschlüssel. Gefängnisschlüssel. Ah, wir haben doch... Ah ne, der Lemontes hat uns den gegeben. Genau, richtig. Der Lemontes war das. Wo ist denn der Schlüssel, den er uns gegeben hat? Silber war der doch. Da, Silberschlüssel. Sehr schön. Was machen wir jetzt an? Hier, Might Magic 6 Mucke, genau. Fangen wir von vorne. Die ist besser für draußen geeignet, oder? Ja. Dann... Der Käfig war wohl aus gutem Grund abgeschlossen. Als sie den Körper berührt, zerfällt er zu Staub und Knochen. Nur Mantel, Dreispitz, ein ausgestopfter Papagei, eine Augenklappe und natürlich der finstere Stahlhaken bleiben übrig. Tausend Erfahrungspunkte, sehr schön.
Stahlhaken, den brauchen wir. Den geben wir mal den Sam. Wildlederwams. Weiß ich noch nicht genau, ob wir das gebrauchen können. Augenklappe. Dreispitz wieder. Was zum Anziehen. Geben wir mal Dorn. Grüner Papagei. Geben wir Sam. Nochmal suchen. Nichts mehr übrig. So, bevor wir das ganze Zeug anziehen, durchsuchen wir hier die Räume zu Ende und ich werde das dann alles überprüfen, damit ihr nicht die ganze Zeit seht, was ich da so am Rumwerkeln bin bei der Ausrüstung. Das könnte ja etwas langweilig sein. Mache ich erstmal die Räume hier leer und werde das dann zwischen den Takes machen. Öffnen, inspizieren. Oh, das sind eine Menge. Es darf kein Z drin sein und kein T. Ein S, ein G, ein A und ein K ist drin. Das sieht doch schon gut aus. Kein Z. Ein G ist hier drin. Ein A ist hier auch drin. Ein K ist hier auch drin. Und ein S ist hier auch drin. Das könnte schon mal sein. Hier haben wir ein A, wir haben ein G, wir haben ein S, wir haben kein K, das kann es nicht sein. Hier ist auch kein K drin. Das muss das oberste sein. What the heck? Never, never, ever. Was zur Hölle? Also, S, G, A ist hier drin. K ist hier nicht drin, das kann es ja nicht sein. Hier ist ein S drin. Hier ist aber kein G drin. Schädliche Dämpfe. Das darf es eigentlich nicht sein. Hier ist ein S drin, hier ist ein G drin, hier ist ein A drin. Aber hier ist kein K drin. Seltsam. Da ist kein K drin und es ist es. Seltsam. Das ist verbuggt. Konntest du nicht entschärfen. SGAK. Entschärfen. Lähmung heilen. Tödliches Gift. Ja, hier die Valkyre. Brustschutz. Interesting. Schädeldolch. Tun wir mal hier rüber. Dann war es das hier. Dann gehen wir mal hoch zum Glockenturm. Wie kann man da am besten hin? Wir müssen erstmal wieder, ups. Wir müssen erstmal wieder nach oben. Vielleicht sollten wir auch mal resten. Puh, ich muss das ganze Zeug verkaufen. Werde ich das jetzt wohl doch machen müssen mit dem Aussortieren der Sachen. Ja, dann würde ich sagen, ich lege mal alles zurecht und sage euch dann gleich, für was ich mich entschieden habe. Und ja, bis demnächst, euer Chojin.